Dalli, was geht ab? Ja, guten Tag. Servus. Servus. Ja. Kommen Sie rein. Ich dachte, ich bin schon zu spät. Ich bin 3 Minuten nach 20 rausgekommen. Und ich bin noch 3 Minuten später erschienen. Ja, so ist das Leben. Oh, das ist der Martin. Ja. Aber mit dem fahren wir nicht. Martin, der erklärt das bestimmt alles hier. So, Rob, was werden wir denn heute so machen? Guck mal da auch. Hallo, da ist die Saskia auch. Ja. Und alle anderen sind auch da. Ja, wir fahren jetzt zum Burger-Restaurant und dann nehmen wir uns zurück und gönnen uns einen Milchshake und dann ist ja gut. Nein. Mann. Wir machen heute eine Prüfungsfahrt. Nicht Prüfungsfahrt im Sinne von Prüfung, sondern im Sinne von ich bin quasi der Prüfer, obwohl ich gar nicht so streng aussehe. Glaube ich. Hallo, Jenny, hallo. Ja. Also der Pascal fährt mit seiner Fahrschülerin. Wir setzen uns hinten rein und wir sind quasi die Prüfer. Also wir gucken uns an, hätte das geklappt, hätte sie in die Prüfung bestanden, ja oder nein. Und wenn nein, warum nein? Fahren wir zur anderen Fahrschule und dann kommt da gleich schon der Pascal. Und dann geht's ab. Druck uns dann gleich nur einmal ein Prüfprotokoll aus. So wie das der Prüfer früher immer hatte. Jetzt ist ja so, die haben ja jetzt iPads da hinten und tippen dann halt alles immer so ab. Aber früher gab es ja diese Klick. Und das drucke ich jetzt einmal aus, dass wir das für diese Überprüfungsfahrt quasi mitnehmen. Boah, hoher Besuch hier. Oh. Servus. Kommst du rein, bist du sofort gefüllt. Das ist hier. Boah, bitte, was geht ab bei dir? Bist du hier in der Fußgängerzone was verdient? Nee, ich habe Mottowoche jetzt und wir gehen jetzt saufen. Gut, ja. Ja gut, viel Spaß euch beiden. Ne? Er geht dann auch morgen saufen und übermorgen. Aber wenn die Bäume da stehen, ausweichen. Zack, links, rechts. Sag ich immer. Keine Sorge. Ich habe keine Sorge, ich mach keine. Ciao. Ciao. Hi. Hi. Ich hätte gerne dieses TÜV-Protokoll, was der TÜV quasi früher hatte. Hast du eigentlich schon unsere Motivationskarten gesehen? Nee. Guck mal hier. Ein Traum, ist meine Lieblingskarte übrigens. Du kannst eine der Geschichte. Ja. Wir haben viele. Dies ist My Best Life, ist auch schön. Das ist meine Lieblingskarte. Willst du noch eine Karte sein? Ja, ich habe mir Wasser mit. Alles gut. Willst du trotzdem eine Karte sein? Ja, wenn ihr eine habt, würde ich eine nehmen. Gerade den Geheimnis, guck mal, wie viel wir haben, nicht? Würde ich eine nehmen, ja. Also ich habe 11 einen Trank auf kalt. Die würde ich nehmen. Ja, guck. Die sind aber lecker. Ist das so? Ja. Die sind auch vegan. Ich weiß nicht, wie man Kaffee so eine nicht vegan kann. Keine Ahnung. Und du machst heute Fahrprüfung? Ja genau, also Azor fährt heute bei uns mit und so als Prüfer. Aufgeregt schon? Ja, ein bisschen, aber... Hält sich alles in Rahmen. Gerade überlegt, weißt du, was wirklich bitter sein muss? Die beim Abend, die machen doch da alle diese 5 Tage Saufen da, Feierei. Hi. Hi. Wenn du einfach Corona und alles war zu. Das muss schrecklich sein. Prüfer-like. Du musst auch ein bisschen Druck aufbauen, sonst bringt das Ganze ja gar nichts. Und was ist das, Rob? Das ist ein Vorprüfungsprotokoll. Über die rote Ampel gefahren, über einen Polizisten gefahren. Das sind alles Dinge, die kann man während der Prüfung natürlich nicht machen. Kann aber mal passieren, oder? Ja, kann. Nein, natürlich nicht. So. Na? Hallo. Hi, servus. Hallo. Hi. Das Ganze ist Dalli, kennt ihr euch eigentlich schon? Nein. Nein? Nee. Dalli ist operativ. Kameramann. Genau. Perfekt. Elisa hat uns das Prüfprotokoll hier ausgedruckt. Wenn du sagst, geht los, geht los. Elisa wünscht uns viel Erfolg. Ja, wie sieht's schon? Hat sich schon alles eingestellt? Ja, der Prüfer ist da. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich habe auch extra mein Prüfprotokoll dabei. Profil, Reifen, ist safe. Ja. Wie viel Profil muss er haben? Ganz kompliziert. Aber ach, der Maschine. Woran kannst du das erkennen, ob das okay ist oder nicht? Wenn du hinten ist immer so ein Ding hier. Ja. So ein Kontrollding. Eine Idee, wo das ist? Ich weiß nicht. Das ist im Profil. Ah, ja. Da drin. Ich glaube, vorne sieht man das besser, weil da ist das Auto nicht so. Da ist klar, ja. Deswegen vorne siehst du es immer besser als hinten. Für die, die nicht wissen, was das ist, da ist so ein TWI, der ist 1,6 mm kleiner. Okay. Den Rest machen wir immer Autos. So. Alter. Ich war noch nie in einer Prüfung. Knall die mal. Also das Erste, worauf man vielleicht achten sollte, ist erstmal, dass die Prüfer alle so ein bisschen merkwürdiger sprechen. Zweitens, dass die nicht in einer normalen Sprache sprechen. Also die sagen ja nicht, ja, wenn es cool ist, fahr los. Sondern die sagen ja, wenn es die aktuelle Verkehrslage zulässt, wollen wir uns in den fließenden Verkehr einordnen. Da braucht man ja erstmal eine Sekunde, um das zu verstehen. Ich gebe gleich quasi die Strecke an und dann fahre ich mit dir in auch kleine, enge Straßen, da wo du nicht rein darfst, das Mögliche, so wie immer. Und führe hier zwischendurch einfach das Protokoll, ob das so passt oder nicht. Oder wenn irgendwo eine Notiz ist, dann mache ich mir das einfach. Ne? Also wenn ich zwischendurch mal so mache.
nicht irritieren lassen. Das ist einfach nur schnell ausmachen hier. Wenn der Prüfer angerufen wird, ist natürlich nicht gut. Katharina, weißt du, wie man die Betriebsbremse überprüft? Ja. Kannst du es mir auch machen? Du kannst es mir machen oder sagen? Ja, einmal halt, wenn man also die normale Bremse, wenn du halt den Motor anmachst und die Handbremse losmachst, dann musst du die normalerweise nachgeben. Ja. Und die Handbremse kannst du halt testen, indem du halt hochziehst, sodass sie praktisch angezogen ist und dann halt Gas geben. Wenn das Auto fährt, dann ist der defekt. Das stimmt. Gut erklärt. Maschine. Ja. Wie gesagt, ich gebe die Richtung an, rechts oder links. Wenn du irgendwas entscheiden willst, wenn es in beide Richtungen geht, ist auch okay, wenn du das machst. Kreisverkehr immer geradeaus. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, wünsche ich dir viel Erfolg. Hast du noch Fragen? Nee. Ich auch nicht. Dann würde ich sagen, wenn die aktuelle Verkehrslage es zulässt, wollen wir uns in den fließenden Verkehr einordnen. Wir wollen dann nach links weiterfahren. Ah, wir wollen keinen Polizisten überfahren, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Und wenn sie das stört, dass wir zwischendurch mit dem Fahrlehrer auch so eine Musik genommen haben? Nein, natürlich nicht. Nein, bitte nicht. Nein, das geht nicht. Wenn dich das stört, dass wir zwischendurch reden? Nee, das wäre mir sogar angenehmer. Ja? Dann ist es nicht so still. Ich mag das eigentlich auch nicht als Fahrschüler, wenn das so still war, während der Prüfung ist immer jetzt. Aber manchmal lenkt das ja auch ab, ne? Wenn der Fahrlehrer und der Prüfer sich so über dein Lieblingsthema unterhalten. Ich habe schon Fahrschüler gehabt, die haben sich da beim Fußballspielen eingemischt. War nicht so geil während der Prüfung. So, ja, boah, hast du gesehen, am Wochenende war eine rote Karte. Am Ende wollen wir nach rechts weiterfahren. Das geht rechts weiter. Und Sie, Herr Meister, Sie haben gut geschlafen, war Ihnen sonst alles gut? Verständlich. Ja. Ich hoffe, Sie auch. Danke, vielen Dank, vielen Dank. Die Kiste Gösser lebt noch? Die lebt nur zur Hälfte. Der Hess ist schon verdunstet, ja. Ja. Kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Die nächste Straße rechts weiter. Dann biegen wir die nächste wieder rechts ab. Aber Sie haben keine Kinder, Herr Meister, oder? Nee, zumindest noch nicht. Keine, von denen Sie wissen. Nee. Oh. Ein Glück. Boah, ich sag Ihnen, Kinder sind das Glück dieser Welt. Man muss nur fest dran glauben. Genau. Nein, wenn es möglich ist, fahren wir noch ein bisschen weiter. Und dann kommen wir schon zu einer Grundfahraufgabe. Dann suchen Sie sich bitte eigenständig eine Gelegenheit zum Umkehren. Ja, ist immer schön, wenn hier kein Auto parkt. Sehr gut, dann fahren wir weiter. Ja, umkehren, genau. Ich hasse das immer unter normalen Menschen jetzt mal, ne? Wenn man so, also umkehren, ne? Und dann, wenn du in die Fahrstelle dann die Aufgabe noch nicht ganz abgeschlossen haben, so wie du jetzt. Dass die noch nicht so ganz umgekehrt sind und die Fahrschüler fragen dann, sag ich, wo lang jetzt? Ne? Hm. Da gibt es echt Prüfer, die immer so klugscheiße Antworten dann geben. Ich denke, denk so, was laberst du denn da? Ist denn umkehren? Ja. Ist doch einfach ein Fahrschüler, frag doch nur. Genau. Ne? Also die Fahrschüler, ich habe doch gesagt umkehren. Was bedeutet umkehren für Sie? Aber gut gemacht. So, also läuft. Dann sehen Sie da vorne den weißen PKW. Da würde ich gerne daneben stehen bleiben und dann dahinter parken. Warte mal ganz kurz. Ich gebe dir von mir einen privaten Tipp. Du merkst das ja jetzt, ne? Also als Fahrlehrer und als Prüfer merkt man das auch. Bin mir nicht sicher, ob du den richtigen Punkt genommen hast, wann du eingelenkt hast. Aber wenn du das merkst und du kommst, ja, dann versuch, einen großen Bogen zu fahren und mach das Ganze nochmal. Du hast in der Prüfung locker 3 Versuche. Also selbst wenn das der erste schon komplett Currywurst ist, dann fährst du halt nochmal raus und machst nochmal. Ist ja nicht schlimm. Das Schwierigste, was ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, warum sich Fahrschüler abschießen, ist, weil die versuchen, auf dem Gullideckel das Auto noch irgendwie da reinzukriegen. Das ist noch nie gut gegangen und das wird auch nie funktionieren. Also wirklich, wenn du merkst, ups,
dann holt tief Luft und dann schüttelst du dich einmal und machst einen großen Bogen, machst das Ganze nochmal von New Beginning ganz neu, weißes Blatt, ganz in Ruhe und dann nochmal einmal durch. Das würde ich dir in Ruhe empfehlen. Das darf man als Prüfer natürlich nicht sagen. Und wichtig ist erstmal weg von der Karre hier, ne? So weit wie du kannst. Du hast die ganze Straße, kannst du nutzen, fährst halt 2-3 Meter weiter. Genau. Das würde ich dir empfehlen, in der Prüfung zu machen. Das ist auch immer legitim, das darfst du auch immer machen. Mhm. Und dann in Ruhe weiter. Boah, Rasierklinge genau. Hier, yeah, 1 Millimeter. Ja, nice. Besten gelernt. Ist so. König Thomas hätte gesagt, keine Show, Freddy. Beim ersten Mal habe ich halt gemerkt, du hast dich verhaspelt. So, ne? Und wenn du das selber merkst, Prüfer merken das sofort. Die machen das ja auch schon seit ein paar Jahren. Dann in Ruhe neu ausholen, weit weg von dem Auto, machst dir gar nicht eng. Weil sonst ist man so ein bisschen in so einer mentalen Sackgasse. Ne? Auch wenn du jetzt weiterfährst, fahr 5 Meter zurück, wenn du wieder rausfährst, hol dir Platz. Du darfst das ruhig machen. Ne? Man denkt immer so, ich will jetzt auch nicht zu weit oder ich will jetzt nicht nochmal neu. Aber das macht dir viel kaputt, weil das ist nur in deinem Kopf. Der Prüfer denkt das nicht, Fahrlehrer denkt das auch nicht. Wir denken alle beide, boah, bitte fahr weit weg von dem Auto, mach einen großen Bogen. Und als Fahrsteller denkt man dann so, boah, ich muss das so ganz genau und jetzt so dran. Musst du nicht. Also das ist jetzt hier super perfekt gelaufen beim zweiten Mal. Cool. Also mach dir das im Kopf, wenn du merkst, irgendwas nicht so, machst du es in der Prüfung halt nochmal statt neu. Wenn es die Verkehrslage zulässt, wollen wir weiterfahren. Und rechts geht's weiter. Und dann such dir eine Stelle zum Umkehren, wie und wo du magst. Was habt ihr am Wochenende Schönes gemacht? Ich hab Kernbohrer auf der Baustelle gemacht. Ja, klar. Ich hab mir einen Kernbohrer geliehen vom Kumpel und dann habe ich mich da hingestellt und für die Steigeleitung Löcher gebohrt. War super. Ja, ein Traum. Am Ende wollen wir links weiterfahren. Vor allen Dingen kostet die Maschine irgendwie 5 Mille. Ja, es ist halt ein Riesending. Ne? Du musst erstmal das Ding im Boden festbohren, damit du dann bohren kannst. Ich habe das noch nie gemacht. Ne? Dann, oh ja, super. Ich bin immer ein Freund davon. Das ist voll gefährlich, wenn du das Ding anmachst und verkannt ist, fliegt dir da alles um die Ohren. Aber hat geklappt. Meinst du jetzt 5 Millionen oder 5.000? Nein, nein, nicht Millionen. 5 Millionen. Ich wollte schon sagen. Nein, nein, 5 Millionen nicht. Dann hätte ich die Maschine genommen und wäre nach Texas gefahren. 5.000. Okay. Heißt es 5K, nicht 5 Mille? Ja, das ist K. Also, ja, komm, hat man immer vorher nochmal Mille gesagt. Aber das ist, heute ist das irgendwie in K umgemünzt worden. Die ist auch nur einmal verkantet, die Maschine. Man wurde mir auch kurz warm, weil dann so eine rote Lampe geleuchtet hatte. Ja. Aber dann konnte ich einmal einen Reset-Knopf drücken und dann ging sie wieder. Das war also falscher Alarm. Ja, damit das ist der Straßenverkehr hier einfach ein Traum. Ne? Wann findet immer so eine Prüfung statt? Morgens, mittags, abends? 8 bis 16 Uhr. Ganz selten, dass wir danach noch welche stattfinden. Ganz selten. Im Winter finde ich das immer ein bisschen ätzend. Ne? Wenn schon 8 Uhr so, dann noch im Dunkeln und dann noch im Regen, das ist immer so ein bisschen... Werden auch Fahrprüfungen gemacht bei Unwetter? Kommt auf den Prüfer an. Es gibt Prüfer, die schmeißen schon das Handtuch, wenn es nur ein bisschen schneit. Und dann gibt es andere, die sagen, solange wir fahren, fahren wir. Weißt du, was der mir in der letzten Prüfung erzählt hat? Er hat Gas- und Strompreise miteinander verglichen und hat ausgerechnet, dass es günstiger ist, morgens Brötchen zu backen und danach den Backofen aufzulassen und noch ein bisschen damit die Bude zu heizen, als Pizza. Ja, das hat er ausgerechnet. Er sagt so, ja, überleg doch mal, mein Backofen hat irgendwie, keine Ahnung, 3 kW oder so. Aber sowas machen, glaube ich, auch nur TÜV-Menschen, sich sowas ausrechnen. Das ist einfach... Die haben ja auch keine Hobbys, ne? Ich weiß nicht, ob er schon für Backofen auflassen oder was, keine Ahnung. Auf den Keks wäre ich einfach nicht gekommen. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, ja, dann machst du halt ein Feuer im Wohnzimmer und lässt die Fenster auf. Aber das Backofen wäre ich nicht drauf gekommen. Jetzt wird es gleich etwas tricky, aber das wird der Prüfer natürlich nicht sagen. Wir wollen an der nächsten Ampel links und danach die Ampel wieder rechts. Da muss man als Fahrschüler auch immer ein bisschen mitdenken, warum der Prüfer das so sagt. Scheinbar denkt hier jemand mit. Ich habe hier auf der Kreuzung mal einen Unfall gehabt im Fahrschüler. Ah. Dann waren wir so wie wir und nehmen uns links war ein LKW. Nein. Dann sind wir links abgebogen, wir beide. Aber der LKW ist von der linken Spur auf die rechte gefahren. Hm, hat uns komplett weggeschraubt. Ist aber weitergefahren, er hat das nicht gemerkt. Ja, okay. War so ein riesen 40-Tonner mit so einem Kasten hinten. Ist einfach weiter. Und ich stand hier mit dem Fahrschüler und wir so, ey. Ja, ehrlich. Kannst ja dem Fahrschüler jetzt auch nicht sagen, halt dich fest, wir fahren hinterher. Aber dann hat wir so Passanten haben ihn dann aufgeschrieben. Sehr gut. Hast du das Kennzeichen gehabt? Ja, aber auch nur, weil da Leute hinterhergefahren sind. Also ich konnte ja nicht, mein Fahrschüler war völlig paralysiert, wenn du auf der Kreuzung weggeknallt wirst. Schade, dass da nicht die GoPros liefen. Das wäre cool, dieses Dashcam-Video.
Ja, gut, dass sich hier niemand auf die Straßen klebt. Nein, nein. Nein, dafür sind wir zum Glück eine zu kleine Gemeinde. Wohl, was wäre dann eigentlich in der Fahrprüfung, wenn jemand sich da hinklebt und man nicht weiterfahren kann? Gleiche wie im Stau, ne? Wenn es zu lange dauert, wird die Prüfung halt unterbrochen und muss dann wiederholt werden. Ne? So viele Fahrschüler denken so oft dann, yeah, ich hab's geschafft. Aber hat man gar nichts geschafft. Da ist einfach nur, scheiße, aber man muss noch eine Prüfung machen. Man kriegt dann die Gebühren erstattet und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn die Zeit abgelaufen ist, der Prüfer sagt, ja, gar kein Problem. Sondern einfach, muss halt nochmal machen. Gelbe Ampel noch gesehen? Ja. Ist chillig, kann man nichts machen, ne? Nicht, dass du da so vom Bauchgefühl denkst, oh, das ist völlig in Ordnung so, ne? Also als wir über die Ampel gefahren sind, ist sie quasi gerade gelb geworden. Dann wollen wir links weiterfahren. Gucken, ob der aus Dortmund sich auskennt, ob der das richtig macht. Scheinbar nicht. Na, oh, boah, ich hätte eine spannende Version. Geil. Ja, so jetzt nicht, genau. Am Ende fahren wir links weiter. Na, müde? Die machen ich, ja. Also zwischendurch so, Sauerstoff machen. Sie machen Sachen gut. So, dann wollen wir gleich rechts auf den Parkplatz. Genau. Und dann am liebsten geradeaus weiter. Dann links. Dann vielleicht nicht ganz so schnell, sodass wir rückwärts zwischen dem bordeauxfarbenen und dem schwarzen Auto hier fahren. Also die beiden? Ja, zwischen dem roten und dem schwarzen Auto hier. Ah, hier, okay. Ja, genau. Das, was ich immer in die Farbe lenke, keine Ahnung. I like. Gut. Ich bin sehr zufrieden. Wenn es die Verkehrslage zulässt, wollen wir dann nach rechts weiterfahren. Mir ist ein einziges Mal ein Fahrsteller hier durchgefallen auf dem Parkplatz. Das zeigt ja gleich warum. Hat der Prüfer gesagt. So, und dann wollen wir jetzt auch den Parkplatz wieder verlassen. Jetzt kannst du dreimal raten, was der Fahrsteller gemacht hat. Ja, klar. Rechts oder links rum? Ja, rechts rum wollen wir den Parkplatz verlassen. Er hat die falsche Ausfahrt einfach genommen. Geil. Ja. Sehr gut. Erste Gang bombt auch, wenn du den hier nimmst. Macht viel Sinn. Fühlt man sich als Prüfer auch ganz wohl. Ende, wollen wir dann links weiterfahren. Dafür ist halt der erste Gang, ne? Im zweiten schon vorbei, bevor er kommt. Ja. Und die nächste Straße links. Ganz genau. Rechts oder links? Warum? Weil geradeaus dürfen wir auch nicht reinfahren. Ja, okay, dann fahren wir rechts. Manchmal fragen die mich Fahrschüler auch einfach so. So ein Ding wollte ich mir vielleicht holen. So ein Roller? Mhm. Ja, brauchst du aber einen Rucksack, ne? Mhm. Weil mit Einkaufstüte rechts oder links auf so einem Roller. Stelle ich mir vor, wie auf diesem Kirmeskarussell in Werner, immer wenn die in Semi ist. Schleuderst du ganz schön durch die Gegend. Einmal links, einmal rechts in eine Kurve. Ist wahrscheinlich auch nicht erlaubt, oder? Steht nirgendwo. Steht nirgendwo. Es gibt kein Gesetz, wo drauf steht, Einkaufstüten dürfen nicht am Lenker hängen. Ne? Aber es ist schon schwierig. Und dann rechts weiter. Party! Guck mal, kennt auch jeder. Ja. Eine echt schöne Gegend hier. Wenig Graffitis. Es gibt Nordlünen und Südlünen. Lünen Süd ist ein bisschen mehr Westside. Dann wollen wir gleich rechts weiterfahren.
nicht erschrocken? Ja. Okay, das habe ich mir gedacht. Guck mal, da hinten das Schild. Ah, Spielstraße, Schrittgeschwindigkeit. Ja, ich bin ein fieser Fiesling, es tut mir leid. Kein Prüfer der Welt fährt hier rein. Aber fahr mal 5 Meter zurück, warten wir, bis die beiden eben vorbei sind. Dann die fahren auch keine Schrittgeschwindigkeit. Ach, fährt hier keiner. Außer einer Prüfung. Das ist nämlich ultra fies hier, das Schild. There you go. Ich habe das auch nur gemacht, weil kein Prüfer wäre hier reingefahren, nochmal, um das so zu beruhigen. Aber manchmal bist du noch ein bisschen schnell um die Ecken geschossen. Und wenn du das hier machst, hast du keine Chance, das zu sehen. Ja. Hast du ja gemerkt, du bist einfach um die Ecke gefahren, hast dich gewundert, weil, hey, was wollen die denn jetzt? Und in dem kleinen Wohngebiet, wo wir waren, da hast du ein paar Mal richtig gut den ersten Gang genommen in den kleinen Ecken, hast du gemerkt, ne? Wenn du das hier auch machst, nur weil du nicht reingucken kannst, dann tust du dir damit einen Gefallen, dann hast du auch eher die Chance, das zu erkennen. Du nimmst ja jetzt nicht jede Kurve im ersten Gang, so, ne? Aber wenn du das gerade an den unübersichtlichen Stellen machst, dann kann dir sowas nicht passieren einfach, ne? Aber das ist auch fies, muss ich dazu sagen. Okay, wenn es die Verkehrslage zulässt, wollen wir weitermachen. Dann kann man hier auch mal den Tag genießen. Dann kann man mal rausgucken. Schön. Fahrlehrer sein ist toll, oder? Er guckt auch ein Kabel aus der Wand. Ja, aber so ein Wetter. Total geiler Beruf. Ist so. Also ich kann dir sagen, Baustelle ist auf jeden Fall nicht so geil. Ich hab mich auch gewechselt. Ja, alter Schwede. Ich habe heute erstmal eine Kiste Bier, eine Kiste Radler und eine Kiste Cola auf die Baustelle gebracht. An dieser Stelle habe ich direkt mal eine Frage. Wer hat hier Vorfahrt? Ja, also da muss, nee, hier muss ich drauf achten. Nee, da muss ich auf den Verkehr drauf achten. Ja, bleib kurz stehen, lass uns das kurz regeln. Was? Die müssen mich ja vorlassen. Ja. Und da muss ich gucken, wenn von da einer kommt. Erinnerst du dich? Ich habe im Theorieunterricht so eine Torte gemalt, weißt du das noch? Mit einer Vorfahrt. Kannst du dich grob dran erinnern? Ja, ungefähr grob, Und da waren 3 Kerzen auf der Torte. Es gibt 3 Ausnahmen von rechts vor links. Abgesenkte Bordsteine, Feldwege, Spielstraßen. Ah. Also verkehrsberuhigte Bereiche. Das heißt also, wenn die dich auseinandernehmen wollen, so formuliere ich das mal, dann machen die sowas. Weil du fährst hier A durch, das ist schon schwer zu erkennen. Und am Ende hier musst du dir sicher sein, dass du keine Vorfahrt hast. So, das musst du auf dem Schirm haben einfach. Ne? Motorsport. Viele haben das dann nicht auf dem Schirm. Die fahren hier raus und denken so, ja klar, ist doch irgendwie hier wahrscheinlich rechts vor links. Und dann bist du geliefert. Ne? Alright, fahren wir trotzdem links. Und am Ende wieder links. Wir haben Geruchsmarketing des Todes. Da fährt man immer vorbei und denkt sich so. Geil, ne? Mhm. Ja. Selbst wenn man sich hauptsächlich vegetarisch ernährt, denkt man sich. Ich war letztens am Hähnchenwagen bei mir in Dortmund, in Öspel. Ja. Da stand ich da, das war direkt am Edeka. Ja. Da waren 2 Asiaten, ja, im Pyjama. In dem Ding? Im Pyjama einkaufen, Adiletten angehabt, barfuß. Ich dachte, ich totaler Hammer. Ich wollte erst ein Foto machen, aber das kann ich nicht machen. Ich find's gut. Das ist der Style. Du bist cool oder du tust nur so? Genau. Die waren cool. Die waren cool. Ich dachte, Annika bringt mal ihren Hund mit. Wohin? Ist zur Fahrschule. Wir können das gerne einrichten, aber dann ist. müssen wir nach den Öffnungszeiten machen. Der ist doch so lieb. Der ist auch lieb. Wenn die Leute den sehen, haben die mal irgendwie Respekt. Manchmal wechseln die Straßenseite. Aber nur in Deutschland, in Holland überhaupt nicht. In Holland kommen die, streicheln den und so. Das ist alles gut. Links fahren wir dann weiter. Umkehren. Dann haben wir die Aufgabe auch 3000 Mal gemacht in der Prüfung. Hätte ganz kurz, das Auto. Welches? Das Orangene. Ja. Hätte vorne knapp werden können, als du gedreht hast. Da steht kein Auto. Ja. Also du hast da umgekehrt, wo das Auto steht. Hat alles geklappt, war alles gut. Aber als Fahrlehrer und Prüfer guckt man sich dann immer an und denkt sich, warum? Es hat alles gepasst, alles gut. Hast du eine Erklärung? Ja, ich fand hier, also es war mir irgendwie ein bisschen zu weit halt an der Straße und ich wusste nicht, ob ich dann so weit nach hinten komme. Aber ah, okay. Verstehe ich dann. Das hier ist halt was, wo wir uns fragen, wieso einfach, ne? Weil es hätte eng werden können, hat jetzt gepasst, alles gut. Aber musst halt dann darauf achten, dass du vorne, ne, deine Nase, die schwenkt aus, da einmal so einen kleinen Blick drauf wirfst. Cool. Links weiter. Parkfertig und Diebstahl sicher abstellen. Yes. Und wie fandst du es? Ja, einmal ist mit der Spielstraße halt kacke. Ja, beim Einparken, dass es halt knapp war. Und ich habe einmal, das habe ich auch gemerkt, als wir da vom Parkplatz rausgefahren sind, auf den Einfädelungsstreifen, da war ich über 50. Das hatte ich dann gesehen gehabt. Okay, aber da kann ich dir sagen, es ist zum Beispiel als Prüfer lieber, du beschleunigst. Und wenn da mal 52, 53, 54 steht, okay, also alles cool. Als wenn du da mit 37, 38, 42, 44, so, dann denkst du so, boah, ich drück drauf, ne? Also das, da macht dir im Kopf überhaupt keinen.
weil es aber an der Stelle liegt, ist halt Beschleunigungsstreifen so, ne? Oder ein Einfädelungsstreifen. Und da ist Beschleunigung schon gut. Ich habe auch nur das einmal diese nicht angepasste Geschwindigkeit quasi in diesem verkehrsberuhigten Bereich, also in dieser Spielstraße, aufgeschrieben. Sonstiges habe ich noch aufgeschrieben, eventuell beobachten beim Vorbeifahren. Manchmal, wenn vor dir parkende Fahrzeuge auf der Straße gestanden haben, bist du so vorbeigefahren. Da gibt es Prüfer, denen schmeckt das nicht. Die wollen immer sehen, dass du blinken. Dass du diese Show machst, dieses Gucken. Also keine Show, Freddy, aber an der Stelle musst du gucken. Da geht nicht anders. Ne? Also weil, wenn du stumpf geradeaus fährst, ist das so ein bisschen so, dann denken die Prüfer sich, ja, was ist denn mit der Verkehrsbeobachtung, die ist doch so wichtig. Du hast überall tausendmal super geguckt, an der Stelle war es, ich glaube, es war dir einfach egal oder so. Ich weiß, also das gar nicht. Ja, nee, also ich hatte zwischendurch mal in die Spiegel geguckt, aber halt von einem Fahrradfahrer kommt, aber halt nicht geblinkt. Seitenblick, so, ist auch ganz geil. Dann weiß der Prüfer, du bist da, ne? So, Spiegel ist okay, aber das kostet dich ja nichts, ne? Das ist einfach nur so ein schwacher Kopf einmal zur Seite und dann ist doch gut, ne? Das habe ich noch bei Sonstiges einfach, so dass du vielleicht ein bisschen darauf achtest. Besonders gut war deine ruhige Fahrweise und deine Rücksicht auf Kinder. Das kommt bei Prüfern richtig gut an, ne? Wenn irgendwo Kinder am Straßenrand sind und du gehst in den ersten Gang und bist da vorsichtig, das ist so souverän bei denen. Gerade weil die wissen, die rennen einfach rüber, schießen Ball und so weiter. Und wie du umgekehrt bist und wie du dann geparkt hast, auch beim zweiten Mal, hast du halt Ruhe genommen. So gewinnt man. Ja, es hätte auch nicht gepasst gehabt. Also. Nee, aber es gibt dann ja welche, die werden dann hektisch und probieren dann nochmal vorwärts, rückwärts. Ja. Das Einzige, was bringt, ist cool bleiben. Atmen, setz nochmal vor, nochmal raus und dann machst du das neu und dann läuft das. Das mit dem verkehrsberuhigten Bereich, muss ich zu deiner Verteidigung sagen, ist eine Stelle, die erkennt niemand. Im ersten Gang. Im Worst Case sitzen da Kinder auf der Straße. Keine Ahnung, du musst halt Vollbremsung machen, schaffst du, alles cool. Aber selbst Vollbremsung kommen in der Prüfung nicht direkt cool an. Deswegen, ich gebe dir das mit hier, dein Protokoll. Da steht nur drauf, einmal zu schnell gefahren. Eventuell beobachten beim Vorbeifahren und besonders gut, ruhige Fahrweise und Rücksicht auf Kinder. Das war wirklich gut. Einen schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Danke auch nochmal, dass du das gemacht hast und mitgefahren bist. Ja, gerne. Ein bisschen was muss ich auch noch machen. Cool. Gut, wir lassen euch noch eine Sekunde alleine. Ja. Also Kathi, fragen, ob sie uns noch ein kleines Statement gibt, ob sie das gut fand oder schlecht fand. Mhm. Kathi, wie fandst du es? Also ich fand es sehr praktisch, weil man jetzt halt auch immer so ein Gefühl bekommt, dass halt jemand mit hinten drin fährt, der dann halt auch einem praktisch prüft, dass einem halt auch die Angst genommen wird und man dann dieses Mal nicht so aufgeregt ist. Kannst du das anderen empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, das ist immer so ein bisschen... einfach nochmal den Druck rausnimmt, weil du halt auch, also wie zum Beispiel beim Parken, dann mal merkst, ja, okay, komm, dann kann ich das einfach neu machen. Ja. Also dann hast du auch so ein bisschen Feedback von ihnen. Ja, hättest du dir sonst noch irgendwas gewünscht in der Prüfung oder war das alles? Also ich fand das jetzt alles super und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Cool, das mit diesem Prüfprotokoll, bringt dir das was? Ja. Cool, das war's schon. Perfekt. Dann jetzt aber, jetzt ist Feierabend. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Danke. Dann ja, gerne. Ja, und wie fandst du es? Ja, ganz gut. Ja, ich kann auch fahren. Die fährt voll gut. Aber diese Ecke ist auch scheiße. Die, hat sie die war wirklich. Da nimmst du einfach jeden mit auseinander. Klar. Und beim ersten Mal parken hat sie sich einfach verkalkuliert. Ja, ne? Genau. Sie hätte sich da vertan mit dem anderen Einparken. Mhm. Da finde ich das immer wichtig, dass du als Fahrlehrer den Schülern das Feedback gibst oder auch die Sicherheit, dass sie es ruhig mal neu machen dürfen. Mhm. Das habe ich am Anfang nie gemacht, weil ich selber nie auf dem Schirm hatte, dass es einfach auch okay ist. Und der Schüler sagt, ach komm, weißt du was, mach ich nochmal neu. Ja. Hat ich nicht auf dem Schirm. Und so, wenn ihr das in der Prüfung jetzt wieder passiert, dass sie sich ein bisschen verhaspelt, ja, dann hat sie jetzt hoffentlich die Eier zu sagen, ja komm, fahr ich scheiß drauf, einfach nochmal neu machen. Ich scheiß drauf, ja, mach nochmal neu. Dann ziehen wir beide wieder los. Wir beide. Elisa, ciao. 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 Bis morgen. Ciao. Und? Wie fandet ihr das? War das gut? Macht das Sinn? Könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich den anderen Fahrlehrern Bescheid sagen und wir machen dann öfter mal so Prüfungs-Simulationsfahrten oder sowas. Wenn ihr sonst noch irgendwas sehen, hören, wissen, drücken, ziehen wollt, einfach Bescheid sagen, in die Kommentare schreiben. Abonnieren, liken oder nicht liken, ist euer Leben, müsst ihr doch wissen. Ansonsten passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.